man Gott einst geliebt, dann vergessen und heute wieder sehr gefragt. Das Eiweiß-, Vitamin- und mineralstoffreiche Gemüse hat einen kräftigen, spinatähnlichen Geschmack. Die Stiele, die man mit essen kann, erinnern leicht an Spargel. Erster den Mangold waschen und putzen, den Strunk und welke Blätter entfernen, dann die grünen Blätter von den hellen Stielen schneiden. Beides getrennt voneinander in Streifen schneiden. Die Zwiebel schälen und in Würfel oder Streifen schneiden. Ein Esslöffel Butter in einem Topf zerlassen und die Zwiebel darin glasig andünsten. Die Mangoldstiele dazugeben und mit andünsten, dann die Gemüsebrühe angießen. Die Orangenmarmelade unterrühren, das Gemüse mit Salz und Pfeffer würzen und zugedeckt bei mittlerer Hitze ca. 5 dünsten. Drittens die restliche Butter in einer breiten beschichteten Pfanne zerlassen. Die Schupfnudeln darin bei mittlerer Hitze rundherum goldbraun braten. Den Mohn dazugeben und unterrühren. Die Pfanne gleich von der Herdplatte ziehen, sonst verbrennt der Mohn. Erstens die grünen Mangoldblätter zu den Stielen in den Topf geben und alles zugedeckt ca. 5 dünsten. Mit Salz abschmecken. Den Orangenmangold mit den Schupfnudeln anrichten.